Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskope anders. Sie berücksichtigen nämlich, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat. Das nennt man Präzession. Und weil sie das anders berechnen, ist es auch ein andere Ergebnis. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Niara, ich grüße dich. Das ist dein Geburtshoroskop-Analyse Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten die einzelnen Lebensbereiche. Und jetzt geht um das Wesentliche, nämlich dein Geburtshoroskop. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Steinbock in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Das ist dein Lagna oder Aszendent. Steinbock hier als Aszendent. Das war die erste kosmische Energie, die dich begrüßt hat hier auf die Erdenleben. Und das begleitet dich bis zu deinem Lebensende. Du bist ein Kind davon. Und das beeinflusst dein Aussehen, beeinflusst dein Auftreten, beeinflusst deine Persönlichkeit und so bist du auch wahrgenommen. Die Tierkreiszeichen Steinbock gehört zum Erdeelement. Das zeigt die Grundbedürfnisse nach Sicherheit, Stabilität, Struktur. Über die Tierkreiszeichen Steinbock herrscht Saturn. Saturn bewahrt das Alte, das Traditionelle. Und so könnte ich das vorstellen, dass du mehr in diesem klassischen Stil vertrittst und dadurch bekommst auch Anerkennung. Und du bist auch ernst genommen. Aber in ersten Lebenshälfte, im jungen Jahren, in Kindheit, aber auch im Alter, wo du jugendlich warst, war nicht einfach, deine Persönlichkeit zum Leben. Das kann auch ein Hinweis sein auf ein strenges Elternhaus. In zweiter Lebenshälfte hast du eine große Unterstützung von Steinbock, auch von Saturn. Immerhin, Saturn ist hier die Herrscherplanet. Und das möchte ich dir erklären. Saturn herrschte im goldenen Zeitalter. Im goldenen Zeitalter war noch der paradiesische Zustand. Nicht umsonst haben die römischen Kaiser Saturn und die Saturn-Symbol immer verehrt. Weil das zeigte auch Reichtum, Wohlstand, Anerkennung, Ansehen. Und wie kannst du das Leben, dieser Paradies auf die Erde, wenn du Ziele hast? Wenn du diese Geduld und Ausdauer hast und diese Kraft, deine Ziele zu erreichen. Pan steht auch in Verbindung zum Steinbock und zeigt auch die Schritte, die Ziele zum Erreichen. Natürlich steht Pan auch mit Panflöte in Verbindung. Aber das ist wie ein, jetzt nicht die Instrument, meine ich, sondern das zeigt sich, Schritte zu machen. Und das, was Steinbock vermittelt, Ziele, hohe Ideale
und in diesem Weg zu gehen. Wenn du das verinnerlichen kannst und so in dein Leben orientieren kannst, du erreichst auch deine Ziele und dadurch bekommst du Anerkennung und Ansehen. Und damit hast du den persönlichen Erfolg. Saturn ist streng, besonders in jungen Jahren, weil Saturn belehrt uns. Saturn ist der große Lehrmeister. Deswegen gehe ich davon aus, dass deine Kindheit und deine Jugend nicht so einfach für dich war. Aber Saturn hat ein Prinzip und das kann ich näher bringen, wenn ich diesen Planet astromedizinisch beschreibe. Saturn herrscht über das Skelett, über das Knochensystem und das gibt uns Halt. Das ist Saturn-Prinzip, Halt zu geben in unserem Leben. Saturn herrscht astromedizinisch auch über die Haut. Und Haut bringt unserem Körper in Form. Das ist auch Saturn-Prinzip, etwas in Form zu bringen. Unsere Haut schützt uns von Einflüssen von außen. Das hat auch was mit Saturn was zu tun. Das ist auch Saturn-Prinzip, uns zu schützen. Aber grenzt uns ein, so wie die Haut grenzt die äußeren Einflüsse, das gehört auch zum Saturn-Prinzip. Zweiter Lebensbereich, hier sind die Werte, Wertschätzungen, Selbstwertgefühl und Finanzen. Energetisch hängt das Hand in Hand zusammen. Wenn jemand sagt, ich bin es nicht wert, ich habe das nicht verdient, dann hat das auch nicht verdient, dann kommt das Geld nicht, weil das blockiert. Stattdessen sollen wir sagen, ich habe es verdient, ich habe das im Besitz. Und so die Gedanken, diese Denkmuster sollen wir verändern, weil das hilft dabei, dass sich die Finanzen verbessern. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Wassermann. Wassermann gehört zum Luftelement. Und das bedeutet nicht, dass das Geld für dich Luft ist, sondern dieses Luftelement und dieses Wassermann-Prinzip zeigt die Ideenreichtum. Und das hast du zum Geld zu kommen. Außerdem zeigt Wassermann Einzigartigkeit, Außergewöhnlichkeit, auch solche Lebensumstände. Und es kann ein Hinweis sein, dass du außergewöhnliche Art und Weise auch mal zum Geld kommst. Dritter Lebensbereich sind die Erinnerungen an die Schulzeit. Wie hast du das erlebt? War das eine schöne Zeit für dich oder eher streng? Wie könntest du dich behaupten gegen Geschwister oder andere Kinder? Diese Erinnerungen bleiben und das zieht sich wie roter Faden in unserem Leben. Wenn wir damals das nicht gelernt haben, uns durchzusetzen, dann zeigt sich das Leben später und dann lernen wir das auch. Außerdem hier befinden sich auch Themen wie Informationen, Medien, Austausch, Schulungen. Hier hast du die Fische. Die Tierkreiszeichen Fische gehört zum Wasserelement. Und Wasserelement hat immer mit Gefühlen was zu tun. Welchen Gefühlen hast du? Was löst bei dir aus, wenn du dich erinnerst an die Schulzeit? Sind das verletzte Gefühle oder schöne Gefühle? In diesem Sternbild sind das zwei Fische. Die eine schwimmt im Wasser, was unseren Gefühlen symbolisiert, in eine Richtung. Und es ist Angst, Zweifel, Selbstmitleid und alle leiden auch mit. Und es blockiert.
Die andere Richtung zeigt einen Traum, eine Vision, auch die Kreativität, die künstlerische Begabung. Und wenn wir das glauben, wenn wir das vertrauen, und dann können wir das loslassen, einfach geschehen lassen, dann kommt hier was im Fluss. Und das zeigt deine Kreativität und das ist dein Wissen. Natürlich, hier sind auch Träume und das könnte ich mir gut vorstellen, dass du damals in die Schule sehr verträumt warst und der Lehrer hat gesagt, du passt doch gar nicht auf, irgendwie versinkst du in deine Traumwelt. Aber das ist deine Fantasie, das ist doch wundervoll, das ist doch wundervoll, weil das zeigt deine Kreativität und tolle Ideen und Gedanken. Wenn das darum geht, dich durchsetzen, später auch im Berufsleben oder damals in Schulzeit, das sind Erinnerungen, ob das jetzt die Vergangenheit oder die Gegenwart betrifft, es ist nicht einfach. Mit dieser Fischenenergie ist nicht einfach zum Durchsetzen, weil dazu bist du sehr feinfühlig und mitfühlend und du wirst ja niemand verletzen. Aber denk daran, was ist dann, wenn andere dich verletzen? Die denken auch nicht so weit. Und das muss nicht heißen, dass man sich ständig behaupten muss, sondern es ist eine schöne Eigenschaft, mitfühlend zu sein. Aber es gibt manchmal Situationen, wo wir wirklich Kraft zeigen müssen, sollten. Im vierten Lebensbereich ist die Wurzel des Baumes. Ich vergleiche ein Horoskop immer mit einem Baum. Und hier fühlen wir uns verwurzelt. Das sind unsere Ahnen, unsere Traditionen, unsere Herkunft, unser Zuhause. All das, was uns einen Halt gibt im Leben. Weil hier fühlen wir uns verwurzelt. Und wir brauchen das, damit das alles wachsen kann, dehnen kann. Weil das gibt uns Halt, das ist die Basis, das ist die Fundament. Außerdem zeigt dein Zuhause und alles, was mit Immobilien zusammenhängt, hier hast du die Widder. Widder fängt immer wieder mal was Neues an und das ist für mich ein Hinweis, dass es öfters mal Veränderungen gibt im wohnlichen Bereich, entweder immer wieder neue Einrichtungen oder Umzügen. Widder gibt dir die Basis im Leben, das ist die Fundament, das ist deine Begeisterung, dein Mut, deine Kraft, dich zum Durchsetzen, dich zum Behaupten. Das gibt dir die Stärke, das gibt dir die Halt. Jetzt kommt der fünfte Lebensbereich und hier sind die Kinder. Das sind unsere eigenen Kinder oder Enkelkinder, aber auch unsere eigenen Kindheit, diese Erinnerungen und auch das innere Kind. Und das ist so wichtig, unserem inneren Kind stärken, mal sagen, oh, ich bin so stolz auf dich, du hast das so gut gemacht. Mal selbst loben, nichts übertreiben, aber immer wieder mal uns selbst auch loben, mal im Schulter klopfen und sagen, wie stolz ich bin, dass ich das alles geschafft habe. Das stärkt uns innerlich. Außerdem, wir sollen mal die Kinder beobachten, wie sie spielen, weil wir können so vieles von Kindern lernen, diese spielerische Art, diese Unbeschwerte. Und das brauchen wir Erwachsenen auch im Leben, nicht immer, aber in manchen Lebenssituationen hilft das auch. Und so haben wir Lebensfreude. Mal etwas mit Humor nehmen oder mal über uns selbst auch mal lachen. Das gibt auch Leichtigkeit. Und hier zeigt sich auch unsere Kreativität, diese schöpferische Energie. Wir können das Leben vergleichen mit einem Theater. Und das gestalten wir selbst. Und wir wählen die Schauspieler aus, die Kostüme.
Wir schreiben die Drehbuch, wir führen die Regie und vor allem, wir spielen die Hauptrolle. Und dann können wir unseren Alltag schöpferisch gestalten und das, was hier lernen. Und hier hast du die Stier. Und das zeigt eine gewisse Gemütlichkeit. Du liebst es auch. Außerdem, Venus herrscht über die Stier. Und das ist schon Kreativität und Schönheit. Schöne Umgebung, auch sehr gepflegte Umgebung und Bequemlichkeit. Natürlich kann das ein Nachteil auch sein, wenn du kreativ bist und aus Bequemlichkeit machst du nichts draus. Das wäre natürlich nicht so gut, aber nützt die Venus-Energie, was hier herrscht, und das ist Kunst und Kreativität. Natürlich auch Harmonie. Die sechste Lebensbereich hier zeigt die Alltag, die Pflichten. Wie bewältigst du das alles? Oder die Arbeit, die Arbeitsplatz, auch Gesundheit. Und das hängt auch zusammen, weil wir können nur arbeiten, wenn wir gesund sind. Und hier hast du die Zwillinge. Und dein Alltag zu bewältigen oder gesund bleiben, hilft dir einen höheren Bewusstsein, weil das schenkt dir Leichtigkeit. Immerhin ist das Luftelement. Und wie gelingt das uns, zu diesem höheren Bewusstsein kommen? Dazu erzähle ich die mythologische Geschichte. Es gab eine wunderschöne Königin, Leda. Und Zeus, der Himmelsgott, liebte schöne Frauen und verliebte Leda. Und Leda wurde schwanger. Zeus hat Leda verführt und sie wurde schwanger. Aber Leda war verheiratet mit dem König von Sparta. Und Leda wurde von ihrem Ehemann auch schwanger. Und Leda gebar den Zwillingen Kastor und Pollux. Kastor war der Sohn von König, also sterblich und menschlich. Und Pollux war der Sohn von Himmelsgott Zeus, also göttlich und unsterblich. Und dann kam der Tag, wo Kastor sterben müsste. Und dann ging Pollux zu seinem Vater und sagte: Ja, ich möchte auch sterben, weil ich will meinen Halbbruder nicht alleine lassen. Ich will auch nicht alleine bleiben. Bis jetzt waren wir auch immer zusammen. Und Zeus hat gesagt: Nein, ihr sterbt nicht. Ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat den beiden im Himmel gesetzt. Und sie leuchten in Zeichen Zwillingen, Kastor und Pollux. Und sie sind miteinander verbunden. Und das zeigt uns Folgendes: Wir Menschen, aber auch die Tiere oder Pflanzen, wir haben eine Seele. Und diese Seele ist in unserem Inneren. Und unsere Seele ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung. Wir haben eine göttliche Funke in uns. Und dieser Teil, dieser seelische Teil, ist unsterblich. Und wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper, verlässt Materie, verlässt die Erde und geht zum Gott zurück. Und wenn wir noch Lebensaufgabe haben auf die Erde, dann kehrt die Seele nochmal zurück und wählt einen Schicksalsweg aus. Und das ist dieser menschliche Teil, Kastor, das ist Kastor. Und diese Zeit ist begrenzt. Das hat einen Anfang, das ist unsere Geburt, und hat ein Ende, das ist unserem Tod. Und die beiden sind aber miteinander verbunden, unserem Seele und unserem Körper oder die Materie oder unserem Wesen, unserem Selbst. Was können wir tun, um unsere Seele kümmern, mal nach innen schauen oder meditieren,
und das schön gestalten, unserem Innenleben, ohne Angst, ohne Zweifel, sondern mit viel Liebe und Begeisterung, mit Ruhe und Kraft und immer wieder unserer Seele besuchen, weil unsere Seele braucht es auch. Dann haben wir diese Verbindung und dann verspüren wir, oh Gott, diese göttliche Quelle, und das ist nichts anderes als unsere Intuition. Und wenn intuitiv handeln, dann können wir unserem Leben wirklich schöpferisch gestalten. Und das, was du im Alltag praktizierst oder praktizieren solltest, das zeigt dir die Zwillinge. Außerdem natürlich viel Kontakte, vieles Neues entdecken, und bei der Arbeit brauchst du Abwechslung. Und für dich ist wichtig, auch Gespräche, Kontakte, auch Lernen. Natürlich, das gehört auch zum Zwilling, diese Intelligenz, immer wieder was Neues entdecken, immer wieder mal etwas Neues lernen. Wenn du betrachtest hier dein Geburtsmoment, dein Aszendent, das ist Steinbock, zeigt dein erster Atemzug. Dieser Moment, die Geburt, das bedeutet, in diesem Augenblick ist die Tierkreiszeichen Steinbock im Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Im selben Moment ist die Tierkreiszeichen Krebs im Westhorizont untergegangen wie ein Sonnenuntergang. Aber in dem Moment sind die noch gegenüber und da erblickt man etwas. Und das ist die Spiegelbild. Blick hier, erblickt man den Seelenpartner, und hier hast du die Krebs. Und Krebs öffnet den Tor zum Partnerschaft. Krebs gehört zum Wasserelement, handelt sich mit Gefühlen, und die Krebs hat immer dieses Feingefühl, wann ist der richtige Augenblick zum Handeln, wann ist besser zurückhaltend sein, und hat auch dieses Feingefühl, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und so begegnest mit deinem Seelenpartner. Aber auch dieses Vertrauen, es wird geboren. Das ist wie Geburtswasser, was hier das symbolisiert, Krebs. Aber bedeutet Krebs auch, ein Zuhause zu haben? Diese familiäre, natürlich hat diese Eigenschaften, und dieser Mann soll auch diese Eigenschaften haben, ein Zuhause zu bieten, diese familiäre. Aber Krebs bedeutet noch etwas, das innere Zuhause, wo unsere Seele wohnt. Unsere Seele braucht auch einen Raum, ein Zuhause. Und das können wir gestalten, wenn wir meditieren, einen inneren Tempel, wo wir immer wieder zurückziehen und besuchen wir unsere Seele. Die achten Lebensbereich ist die Wandlung, die Transformation, die ganze Erneuerungsprozesse, aber auch Finanzen, Investitionen, Ämten, was mit Geld zu tun hat, und auch Erbschaften. Hier hast du die Löwe, und Löwe zeigt dein Selbst. Auch dein Selbstbewusstsein. Über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne. Und Sonne ist das Zentrum unserem Sonnensystem. Und die Löwe vermittelt, wir selbst sind das Zentrum unserem Leben. Und das ist Selbstbewusstsein, ein gesundes Selbstbewusstsein. Und das, was du hier transformierst, das zu erreichen. Außerdem, Sonne steht in Verbindung mit unserem Herz. Warum? Weil die Sonne ist das Zentrum unserem Sonnensystem und das Herz ist das Zentrum unserem Körper. Also Herz, Herzensangelegenheiten. Und das ist für mich wie eine Schatztruhe. Und das sollen wir öffnen. Und alles, was wir lieben, ist drin. Hobby, Berufung, Natur oder Kinder oder Kunst, Kreativität oder Sport oder Liebe, Partnerschaft. Alles, was wir lieben, ist in unserem Herzen geschrieben. Und sei damit bewusst und sei so selbstbewusst, dass
auch verwirklichen. Hier ist Feuer, das ist Begeisterung und Feuer und Flamme zu sein von etwas. Neunter Lebensbereich sind die Reisen. Natürlich Ausland, Auslandskontakte, Urlaub, all das, diese Themen, alles, was mit Ausland zusammenhängt. Aber auch innere Reise, das ist Spiritualität, natürlich auch religiösen Themen, wobei ich würde das gar nicht trennen, weil es gehört schon zusammen. Wenn man spirituell ist, dann ist man mit Gott verbunden, ganz klar. Also hier ist diese Reise und hier hast du die Jungfrau und das zeigt dein Wissen. Hier handelt es sich auch um höhere Bildung. Und du hast diese Fähigkeit, studieren zu einer höheren Bildung oder wirklich in Richtung Spiritualität gehen. Im Ausland, das ist eher so bescheiden, wenn deine Erfahrungen im Ausland machst. Jetzt sind wir im höchsten Punkt des Horoskopes, das ist das Krone des Baumes und das zeigt unserem Ziele. Wie erreichen wir unserem Ziele? Zeigt auch, wie bekommen wir Anerkennung, Ansehen. Dieser 10. Haus zeigt auch Öffentlichkeit und die Berufung. Und hier hast du die Waage. Wie erreichst du deine Ziele, wenn du im inneren Gleichgewicht bist, in inneren Harmonie? Was ist deine Berufung? Entweder in eine rechtliche, also alles, was mit Gerechtigkeit was zu tun hat, oder Kunst, Kreativität. Im 11. Lebensbereich sind die Hoffnungen, die Wünsche und die Freundschaften. Und wir sollen mit unseren Wünschen Freundschaft schließen. Und hier im 11. Lebensbereich sind auch Gruppen von Menschen, die gleichgesinnt sind und diese sozialen Kontakte. Hier hast du die Skorpion. Also wichtig ist die Wünsche zum Leben und dass wir Ziele haben oder eine Vorstellung haben, was wir erreichen wollen. Wenn wir das nicht haben, dann sind wir orientierungslos in unserem Leben. Skorpion gehört zum Wasserelement und das handelt sich mit Gefühlen. Wasserelement hat immer mit Gefühlen was zu tun. Du fühlst es. Aber was kannst du hier verändern? Das zeigt die Skorpion. Weil hier wird vermittelt etwas ganz Wichtiges. Und das ist die Kundalini-Energie. Und Kundalini-Energie, das haben wir alle. Das heißt nicht, dass die Skorpion, die Tierkreiszeit, den Skorpion diese Energie in sich hat, aber zeigt die Befreiung, zeigt, wie können wir unseren Gefühlen transformieren, wie können wir mit diesem Kundalini-Energie umgehen. Das ist Skorpion, das wird hier gezeigt. Und das bedeutet, es gibt zwei Systeme. Die eine System heißt positiven Gefühlen. Die anderen System heißt negativen Gefühlen. Die eine System hat mit dem anderen System nichts zu tun und das sollte man auch nicht vermischen. Es gibt einen wunderbaren Film, Troja, genau das zeigt auch dieses Film. Handelt sich auch um negativen Gefühlen, die Befreiung von negativen Gefühlen. Das Film haben sie so großartig gemacht. Genau das, was ich hier auch erzähle. Also das heißt, es gibt positiven Gefühlen. Dazu gehört Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Fürsorglichkeit und Liebe. Das hat eine göttliche Quelle. Das ist schöpferisch. In negativen Gefühlen sind Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Eifersucht, Hass und Neid. Das sind alles negativen Gefühle. Aber wir kennen ein paar Gefühlszustand von negativen Gefühlen. Wir kennen alle Angst. Wir kennen auch alle Zweifel, wir haben auch mal Schuldgefühl, wir haben auch mal Wut. Diesen Gefühlen sind uns bekannt. Aber wenn wir in diesen Gefühlen uns einlassen
oder zu lange aufhalten damit, dann öffnet sich Pandoras Büchse und die trojanischen Pferd kann jederzeit reinkommen, Einflüsse von außen, weil dann zeigen wir Schwäche. Und wir sollen von diesen negativen Gefühlen verabschieden. Genau das ist das Film Troja, genau die trojanischen Pferd, handelt sich in diesem Film genau um diese Gefühle. Verabschieden von Angst, von Zweifel, von Schuldgefühl. Aber wie funktioniert das? Dass wir da nicht aufhalten, sondern umdenken. Umdenken und übergehen wir auf die positiven Gefühle, dass wir etwas machen, was uns begeistert, was uns Lebensfreude schenkt. Und dann Angst verschwindet von alleine. Und die Skorpion zeigt das auch. Das ist Schlangenenergie. Davon gibt es aber zwei. Zwei Schlangen gibt es. Es befindet sich sogar in unserem Körper, diese Schlangenenergie. Die eine zieht die Energie nach unten, weil wir lassen Gefühlen zu, wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl, und das blockiert. Und die andere Schlange ist die Heilung. Und dann steigt die Energie nach oben. Und das sind die positiven Gefühle, Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Zärtlichkeit, Fürsorglichkeit, Liebe. Diesen Gefühlen sollen wir leben. Das ist Heilung. Und das, was hier passiert, und wenn du das betrachtest und auch die Freundeskreis, wenn du das bewusst betrachtest, wer ist dein Freundeskreis, wo deine Energie raubt und löst Angst aus oder macht dich ständig unsicher? Dann verabschiede von solchen Kontakten, Freundschaften. Und wer unterstützt dich in dein Freundeskreis, Bekanntenkreis? Weil dich motiviert, weil dich begeistert von etwas, weil dich liebt und unterstützt. Das sind wahre Freundschaften. Und das ist hier die Unterscheidung. Hier brauchst du die Unterscheidungsvermögen. Du fühlst das aber auch, weil hier handelt sich um Gefühle. Und wenn das um deine Wünsche geht, dann kannst du sicher sein, wenn du Angst oder Zweifel hast, dann wird das nicht zum Erfüllung gehen, weil Angst, Zweifel, Schuldgefühl, das blockiert alles. Blockiert auch die Wunscherfüllung. Also übergehen auf die positiven Gefühle und auf die Wünsche konzentrieren, als Ziele setzen. Und wenn das realistisch ist, dann ist es auch erreichbar. Und jetzt sind wir bei 12. Lebensbereich. Hier sind die tiefen Geheimnisse des Lebens. Das auch mal anschauen, das zu verstehen. Aber nicht nur das ist hier im 12. Lebensbereich, sondern alles, was hinter geschlossenen Türen passiert. Die ganzen Geheimnisse, auch die geheimen Feinde. Und hier hast du die Schütze. Jetzt Sonne, Mond und die Planeten. Sonne befindet sich in Zwillinge. Mond auch. Das bedeutet, du bist im Neumond geboren. Sonne, Mond haben sich hier getroffen. Und Mond ist unsichtbar in einem Neumond. Warum? Weil Mond hat kein eigenes Licht, sondern Mond bekommt den Licht von der Sonne. Und wenn sie sich treffen, so wie in deiner Geburt, also in dem Tag, wo du geboren bist, dann kann die Sonne den Mond gar nicht beleuchten. Und für uns, für unsere Wahrnehmung ist das unsichtbar. Und das heißt, für dich im Alltag, auch in die Arbeit, wenn das für dich zu viel ist, zu stressig, dann möchtest du am liebsten dich unsichtbar machen. Ich bin gar nicht da. Aber Neumond hat auch einen sehr großen Vorteil. Das ist die Nachdenklichkeit, die Rückzug, die Meditation. Und immer wenn Neumond ist, dann denk daran, das ist deine persönliche Mondenergie.
Du stehst da im Einklang. Und egal um was geht, ob das jetzt die Berufung ist oder die Liebe oder die Finanzen oder die Kinder oder deine Kreativität, zieh dich zurück, meditiere darüber, sei nachdenklich, versuch erstmal für dich selbst das Gestalten, stell dir das vor, was sollst du erreichen, welche Wünsche hast du und glaube daran, ohne Zweifel, ohne Angst, transformiere das. Dann kannst du sicher sein, dass es zum Erfüllung geht. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Steht in Verbindung auch zum Bewegung wie Auto oder Sport. Mars, mit Mars Energie können wir durchsetzen im Leben. Mars bedeutet aber auch der Mann und dein Mars ist im Löwe. Hier im achten Lebensbereich. Und das bedeutet, du brauchst diesen Selbstbewusstsein, dich durchsetzen im Leben. Du brauchst diese Kraft. Und von allem verabschiede noch von Kontakten, die diese Kraft rauben. Außerdem liegt hier natürlich als Mann auch die Verbindung. Und bei achten Lebensbereich handelt es sich um Intimität auch. Und da machst du auch Lebenserfahrung. Und das hat mit Liebe, Partnerschaft auch was zu tun. Und hier transformierst du auch einiges Besonderes, was die Gefühle betrifft, wie Schuldgefühl oder Verlustangst oder Eifersucht. Von all diesen Gefühlen verabschieden. Und angstfrei eine Beziehung dich einlassen. Und dieser Mann wird dich tragen und wird für dich da sein. Und hier im achten Lebensbereich sind diese Erneuerungsprozesse. Diese Erneuerungsprozesse, und das hat immer mit unseren Gefühlen was zu tun. Merkur zeigt die Zeit, was wir erlebt haben in Kindheit, Jugend. Merkur steht damit in Verbindung. Aber Merkur handelt, ist auch der Planet der Kaufleute, zeigt Handlungen, aber auch Terminen, Verträgen, Kommunikation, auch das praktische Wissen. Merkur hast im Stier. Und das bedeutet, du liebst Kinder und diese Jugend, diese Erinnerungen, das ist für dich wichtig auch, das zu pflegen, den Kontakt zu Kindern, bist auch sehr kreativ und da kannst du handeln, du kannst da handeln und vor allem Stier steht in Verbindung zum Geld und Merkur als Planet der Kaufleute, du kannst deine Kreativität vermarkten. Jupiter zeigt unserer inneren Größe und auch die Weisheit, damit wir verstehen die Zusammenhänge des Lebens. Aber nicht nur das, sondern Jupiter vertritt die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Und das bedeutet, alles, was wir in Ursache setzen, kehrt auf uns zurück. Aber öffnet unseren Augen auch für die Ungerechtigkeiten. Jupiter vergrößert auch etwas und Jupiter bringt Glück. Immerhin ist Jupiter der große Glücksplanet und diese Glücks hast du hier im wohnlichen Wohnsituationen. Auch wenn hier die Widder zeigt, diese kämpferische Art, dass es immer wieder was kommt, wo die dich durchsetzen muss, aber du bekommst deine Rechte, weil du hast immer Glück. Jupiter unterstützt dich dabei. Jupiter vergrößert etwas und das zeigt, du liebst große Räume. Venus befindet sich in Zwillinge und das zeigt deine Weiblichkeit, dich als Frau.
Venus ist auch die Liebesplanet und das ist gut möglich, dass du die Liebe im Arbeitsplatz begegnest. Das kann auch seine Arbeit sein. Und Venus zeigt auch Kreativität und Harmonie und das brauchst du auch, diese kreative Tätigkeit und du möchtest auch die Umgebung schön gestalten und du brauchst Harmonie in die Arbeit, aber auch in Alltag. Saturn belehrt uns, ist der große Lehrmeister und lenkt unserem Schicksal. Und mit Saturn-Energie haben wir oft karmische Themen, weil Saturn hütet der Karma. Saturn befindet sich im Krebs. Und das hat einen Einfluss auf dein Liebesleben. In ersten Lebenshälfte ist nicht einfach. Und du hast sicherlich viel Enttäuschungen erlebt in die Liebepartnerschaft im jungen Jahren und auch Enttäuschungen mit viel Tränen. Aber Saturn hatte dir etwas gespiegelt. Etwas gespiegelt und du hast das gebraucht zum Lernen. Und in zweiter Lebenshälfte kommt die gute Einfluss von Saturn, weil dann kommt die Halt, die Sicherheit, Stabilität, das kommt endlich in Form und dafür sorgt dieser Schicksalsplanet. Natürlich zeigt auch schicksalhafte Begegnungen. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Uranus ist rückläufig und diese Rückläufigkeit zeigt Vergangenheit, aber auch karmische Themen. Das hast du hier im Waage. Und das bedeutet immer wieder Umbrüche, Veränderungen im beruflichen Umfeld. Aber Uranus zeigt auch außergewöhnliche Berufung. Also nicht so durchschnittliches, alltägliches, sondern das muss was Besonderes sein. Und Uranus zeigt auch, wie du Anerkennung bekommst und Respekt bekommst, wenn du dich außergewöhnlich und einzigartig fühlst und dass du das nach außen präsentierst, dann bekommst du auch diese Anerkennung oder Kompliment. Neptun ist auch rückläufig, hat wieder mit Vergangenheit, mit karmischen Themen was zu tun. Neptun ist gar nicht einfach zu beschreiben, weil Neptun zeigt unseren Träumen, unseren Visionen, unseren Fantasie. Und das ist nicht zum Greifen, aber auch die Geheimnis liegt da, wie wir das verwirklichen können. Und Neptun ist nichts anderes als der Gott des Meeres. Und das Meer ist Wasser. Durch die Gefühle ist das alles erreichbar. Und Neptun ist der Planet der Künstler, lässt uns inspirieren. Und das ist eine wunderbare Quelle eigentlich. Aber wenn wir das nicht vertrauen können und wir nicht unseren Träumen leben, dann fühlen wir uns enttäuscht. Und diese Täuschung, Enttäuschung, natürlich, das ist ein bisschen die Schattenseite Neptun. Was nicht die Essenz Neptuns ist, sondern wie wir mit dieser Energie umgehen. Neptun hast du in Skorpion und hier hast du karmische Themen. Und das ist für mich eine Botschaft, dass du in früheren Leben hast du auch Träume gehabt oder Hoffnungen oder Wünsche, wolltest deine Kreativität leben, deine künstlerische Begabung oder dein Träume leben in die Liebe, Partnerschaft oder finanziell oder beruflich. Und du hast Angst gehabt, du hast es gar nicht zugetraut und das hat blockiert und das ging nicht zum Erfüllung und das löst Enttäuschungen aus. Und diesmal lernst du das, die Gefühle transformieren, ohne Angst, sondern diese Wünsche, diese Vorstellungen vertrauen und Neptun hilft dir dabei, deine Träume zum Leben. Aber weil Neptun manchmal so täuschend wirken kann, das erlebst du aber im Freundeskreis. Achte drauf, wen kannst du vertrauen, wen kannst du nicht vertrauen, weil das führt auch zu Enttäuschungen.
Pluto zeigt die innere Kraft, auch die Konzentration. Pluto hast du hier im Jungfrau und das, was du lernst, und das ist deine spirituelle Richtung. Und Pluto zeigt etwas Wichtiges von alles, von alles verabschieden, was die Kraft raubt. Gedankenmuster, Gewohnheiten, Gefühle, Kontakte, von allem. Bei Pluto gibt es ein Motto, alles oder nichts. Und Pluto verabschiedet von allem, das diese Kraft raubt. Und so bleibt konzentriert auf diesem inneren Kraft und zeigt diese Erneuerungsprozesse. Das ist alles Pluto-Energie und das beherrscht. Da hat diese große Macht. Und das, was du lernst in deinem spirituellen Weg. Und jetzt kommt Rahu und Ketu. Die beiden bilden sich eine Drache. Aber die sind getrennt. Und die eine Teil kennen wir schon. Das ist die Körper dieser Drache und zeigt Vergangenheit, alten karmischen Themen. Und das hast du im Widder. Also hier kennst du dich aus. Also du weißt, wie man etwas gründen soll oder wo ist dein Platz im Leben, wie gestaltest dein Zuhause. Da hast du Erinnerungen. Und die Drachenkopf, das ist getrennt. Und das heißt, die Kopf wurde von dieser Drache abgeschnitten. Dazu gibt es auch eine mythologische Geschichte. Und unsere Seele bei diesen karmischen Erfahrungen, bei diesem karmischen Weg sucht. Sucht diesen Kopf. Aber weiß die Seele nicht. Das ist wie versteckt. Die Seele sucht aber. Im Horoskop zeigt sich, wo dieser Drachenkopf ist. Intuitiv verspüren wir das auch. Aber das muss erst mal finden. Und diese Lebenserfahrungen brauchen wir, weil das befreit uns. Und du hast diesen Drachenkopf oder aufsteigende Mondknoten oder wie die indische Astrologie sagt, Rahu, das hast du hier im Waage. Das, was du brauchst, deine Berufung zum Leben, was du brauchst, Anerkennung und Respekt, was du brauchst, Ziele setzen und Ziele auch erreichen. Nicht aufgeben, deine Ziele. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser. Dazu erzähle ich die mythologische Geschichte. Chandra ist der Mond und ist männlich. Und Chandra verliebt sich an Rohini. Rohini ist ein junge, hübsche, unschuldige, könnte man sagen Mädchen, eigentlich ein Mädchen, ein junges Mädchen. Rohini symbolisiert die Morgenröte. Und der Mond verliebt sich und macht einen Heiratsantrag. Und die zukünftige Schwiegervater sagte, naja gut, du darfst doch meine Tochter heiraten, aber du musst alle ihre Geschwister heiraten. Und der Mond heiratete alle 27 Geschwister, alle 27 Frauen. Und jeden Tag besucht er eine von seinen Frauen und jede Frau ist anderes, verkörpert anderen Eigenschaften. Und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Und das sind diese sogenannten Mondhäuser. Dein Aszendent ist im Steinbock, hier, im Mondhaus Shravana. Shravana bedeutet zuhören. Aber nicht das, was andere meinen. Nein, zuhören, was deine innere Stimme sagt. Außerdem wird dieses Mondhaus von Stammbild Adler bestrahlt. Und dann brauchst du die Adlerblick in dein Leben, einen Weitblick, weil so erkennst du die Zusammenhänge. Deine Sonne befindet sich in den Zwillingen. Dieses Mondhaus heißt Ardra. Und bedeutet diese lebendige, frische, diese Erneuerungsprozesse,
immer was Lebendiges in dein Leben. Mond befindet sich im selben Mondhaus, Artra. Natürlich, weil das ist Neumond, also die beiden haben sich getroffen hier in Zwillinge, sind im selben Mondhaus. Mars befindet sich im Löwe und dieser Mondhaus heißt Makha und wird von Regulus bestrahlt. Hier Mars. Regulus ist eine von den königlichen Sternen und der Stern der Könige. Regulus ist das Herz der Löwen. Und das ist eine Herzensangelegenheit. Und das ist ein Märchenprinz. Du sollst aber das glauben, dass so kommt, diese große Liebe, und du findest dein Märchenprinz. Merkur ist im Stier hier, im Mondhaus Mruga. Und dieser Mondhaus bedeutet übersetzt suchen. Etwas erforschen, auf die Suche zu gehen, nach etwas jagen. Was sollst du suchen? Dein Lebensfreude, deine Kreativität. Dieser Mondhaus wird von Orion bestrahlt, das ist der himmlische Jäger. Jagen nach Situationen, was für dich Lebensfreude bedeutet. Jupiter ist im Widder. Und dieser Mondhaus heißt Kritika, hier im Widder. Kritika steht mit der Plejaden in Verbindung. Die Hyaden und die Plejaden bilden sich den goldenen Tor, die Ekliptik. Die sind die Töchter von Atlas. Und da erzähle ich immer wieder die Geschichte von Frau Holle, weil diese Märchen beschreibt das auch. Hier entscheiden wir in unserem Leben, sind wir optimistisch oder sind wir pessimistisch, sind wir die Gewinner, die leben, dann sind wir die Goldmarie oder sind wir die Pechmarie und sind wir die Verlierer im Leben. Das liegt an unserer Einstellung, weil wir Orientierung und das gibt dir die Basis hier. Und Jupiter ist die Weisheit. Jupiter zeigt deine inneren Weisheit. Venus befindet sich genauso wie Sonne und Mond im Mondhaus Artra. Diese lebendige, frische, diese Erneuerungsprozesse, immer etwas lebendig machen. Und das erlebst du in der Liebe, Partnerschaft oder so bist du als Frau. Saturn befindet sich im Krebs hier. Dieser Mondhaus heißt Busch hier und zeigt tiefe Intuitionen. Auch dieses Gefühl zu haben, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Vorausgesetzt ist, du folgst deiner inneren Stimme. Uranus befindet sich hier im Waage. Uranus ist rückläufig. Hier hast du karmische Themen. Und Uranus zeigt, ändere etwas. Und dieser Mondhaus heißt Swati. Swati bedeutet selbst und bedeutet auch Seele. Sva ist selbst, Ati ist Seele. Das kommt von Sanskrit. Und kümmere um dein Selbst, kümmere um deine Seele. Dieser Mondhaus wird bestrahlt von Kreuz des Südens. Dieses Stammbild befindet sich im Südhalbkugel, also von Südhalbkugel ist sichtbar, so wollte ich das sagen. Von Südhalbkugel ist sichtbar. Und hier in diesem Stammbild befindet sich die Südpol. Und genauso wie die Nordpol, auch die Südpol dient zum Orientierung. Du brauchst Orientierung im Leben. Und diesem Sternbild Kreuz des Südens vermittelt auch spirituelle, aber auch religiöse Themen. Neptun ist hier im Skorpion, befindet sich im Mondhaus Ijeshta. Ich habe die Geschichte erzählt von diesen 27 Frauen,
des Mondes und Yeshta ist die älteste von diesen Geschwistern. Bedeutet aber nicht eine alte Frau, sondern sie war die Weise. Sie hat Anerkennung bekommen und Ansehen, jeder hat sie bewundert. Und du brauchst es, besonders im Freundeskreis, diese Bewunderung und diese Ansehen, dieser Respekt. Und das sollst du auch verlangen. Wenn du das nicht bekommst, dann fühlst du dich enttäuscht. Pluto befindet sich im Jungfrau hier. Und dieser Mondhaus heißt Hashta, übersetzt bedeutet das Handlungen und wird von Vindemiatrix bestrahlt. Vindemiatrix wurde bei den Römern verehrt, das ist die Weinleserin und zeigt Lebensfreude, ein Fest, ein Schluck Wein, nicht zu viel, aber damit wir diese Lebensfreude verspüren, Tanz, Musik, Fest und das sind die Handlungen und Pluto zeigt, konzentriere auf das, muss nicht immer alles zu ernst zu nehmen. Natürlich die Steinbock-Aszendent neigt dazu, alles zu schwer zu nehmen im Leben, aber hier die richtige Handlungen, mal auch Lebensfreude. Rahu, dieser Drachenkopf, was deine Seele sucht und soll auch entdecken, befindet sich im selben Mondhaus als Uranus und das ist Swati, selbst und Seele, so heißt es übersetzt, und das Kreuz des Südens. Ketu hier, die Vergangenheit, ist im Widder und befindet sich im Mondhaus Parani und das ist die Mutter Erde und zeigt auch Prozesse an wie ein Neugeburt, dass du gestaltest dein Leben und du sorgst dafür, dass du ein Zuhause hast, so wie du das möchtest. Jetzt die Verbindungen. Sonne, Mond und Venus, die drei hier, bilden sich einen sogenannten Konjunktion. Und sie können gar nicht alleine wirken, weil immer sind zusammen. Sie wirken auch zusammen. Und das zeigt dich als Frau, deine Liebe auch, deine Kunst, deine Kreativität, dein Schönheitssinn, dein Bedürfnis nach Harmonie und dann deine Gefühle, das ist die Mondenergie und dein Selbst, das ist die Sonnenenergie. Aber bedeutet Sonne und Mond auch Vater und Mutter? Sonne symbolisiert der Vater, Mond symbolisiert die Mutter. Du bist als Frau sehr beeinflusst von Mutter und Vater, von Elternhaus, das prägt dich, die Einfluss von den Eltern. Und diese drei, also dein Vater, deine Mutter und dein weiblicher Du als Frau, steht in einer Verbindung zu Aszendent. Und das ist dein Selbst. Und diese Verbindung hier ist ein sogenannten Quinkungsaspekt. Und das ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Da kann ich nicht sagen, das ist weder gut oder schlecht. Wobei schlecht gibt es nichts im Horoskop, höchstens Herausforderungen. Diese Verbindung bedeutet, das kann ich so erklären. Stell dir vor dir ist ein Pendel. Und dieser Pendel ist unbeweglich. Und jemand fragt dich, du sollst sagen, in welche Richtung wird dieser Pendel bewegen. Was würdest du antworten? Du würdest sagen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht so, vielleicht so. Dieser Aspekt nennt man auch Vielleicht-Aspekt. Und das hast du in deinem Inneren, dieses Gefühl, ständig dieses Gefühl, vielleicht so, vielleicht so. Das kommt von Eltern, Vater, Mutter. Das hat einen Einfluss auf dein Liebesleben oder war diese Unsicherheit im Liebesleben besonders im jungen Jahre. Weil schau mal,
Saturn wirkt auf dein Liebesleben. Und ich habe gesagt, im jüngeren Jahren hast du da Lernaufgabe und im jüngeren Jahren ist das sehr einschränkend. Und wenn du das erlebt hast und hast diese Erinnerungen, dann hast du diese Unsicherheit in die Liebepartnerschaft. Man könnte sagen, bei Begegnungen stellst du dich die Frage, vielleicht ist er, vielleicht die anderen oder so etwas, kann ich ihm vertrauen? Ja, ich weiß es nicht. Immer kommt dieser Begriff vielleicht oder ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Und dieses Gefühl, das wirkt auf deine Persönlichkeit. Besonders, wenn das um die Liebe geht, das ist die Venus-Energie, aber hier handelt es sich um die Arbeit. Also das ist nicht nur in die Liebe, Partnerschaft, sondern auf die Arbeit. Ja, soll ich das machen? Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht wäre das gut, vielleicht doch nicht. Also achte auf diese Gefühle. Rahu und Ketu, die beiden Mondknoten, was mit Karma zu tun hat, beeinflusst dein Aszendent und beeinflusst Sonne, Mond und Venus sehr gut. Du hast ein gutes Karma und du hast auch die Lösung, dich davon zu befreien. All von das, was dich betrügt, auch von diesen Gefühlen. Und dann bekommst du auch Anerkennung, Respekt oder lebst deine Berufung. Zu diesen drei, wo sich hier zusammenwirken, Sonne, Mond, Venus, die wirken zusammen, hast noch eine Spannung von Pluto. Pluto zeigt das Loslassen. Und wenn die hier in eine Spannung sind, dann bedeutet das, das ist für dich nicht einfach, von etwas verabschieden oder trennen oder kündigen oder loslassen, weil du neigst dazu, etwas festzuhalten. Das kann dich aber blockieren. Und jetzt schauen wir diese Karte an. Und das hat ganz, ganz viele Symbole von der tibetischen Astrologie. Nach außen zeigt sich hier diese Farben. Das hat mit Erde-Element und mit Holz-Element zu tun. So möchtest du dein Leben leben. Das Erde-Element ist dein Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität, nach Struktur und die Holz-Element, dieses ständige Wachstum. Die Zahlen haben hier auch eine Bedeutung. Und das bedeutet, hier kommen immer wieder Einflüsse von außen. Du stehst immer wieder in eine Herausforderung. Du brauchst aber diese Struktur. Und du sagst auch, das muss doch Hand und Fuß haben. Und da jeder mischt sich ein und stört diese Harmonie. Und dann brauchst du immer diese Kraft, dich zu behaupten und das zum Erklären, dass du bessere Ideen hast, dich zum Durchsetzen. Wenn du dieses Bild anschaust, das ist eine Feuerdrache und das hat mit diesem Jahrgang was zu tun. Dieser Jahrgang, wo du geboren bist, hat einen Einfluss auf dein Wesen. Wenn wir hier die Farben betrachten, das hat auch eine Bedeutung. Wieder die Holzelement, die Erdeelement und das bedeutet das Gleiche, was ich vorher erzählt habe, die Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität und Struktur, vielleicht ein bisschen Unbeweglichkeit und dann die Holzelement, diese langsame, aber ständige Wachstum. Wie du dich behaupten kannst, das ist hier diese rote Farbe, diese rote Kleid, das ist deine Kraft, dein Mut, wie du dich alles in Bewegung setzen kannst. Feuer und Flamme zu sein von etwas, diese Begeisterung, aber auch aktiv zu sein. Die Zahlen haben auch Bedeutung. Deine Glückszahl ist die Zahl 3 hier im Wasserelement. Hör auf deine Intuition und handel danach und setz dich durch, so wie du das richtig findest, weil dein Gefühl sagt es. Wichtiger Thema ist die Zahl 6 im Metallelement. Das hat mit deiner Vergangenheit was zu tun, das zu bereinigen und auch dafür sorgen, dass das Gerechtigkeit herrscht, da dich zu behaupten. Dein Schicksalszahl ist die 9 im Feuerelement und das bedeutet, immer wieder stoßt du deine eigenen Grenzen, wenn du aufgibst.
Also brauchst die Kraft und den Mut weiterzumachen. Dann erreichst du auch deine Ziele. Du bist ehrgeizig, hast du Erfolg im Beruf, kannst andere Menschen auch von vielen Dingen begeistern. Du hast ein gutes Gespür zum Geld, du bist willensstark, liebst auch, wenn andere dich dienen und hast du einen guten Charakter. Und so könnte ich dein Horoskop erklären. Liebe Niara, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.